Volldampf in die irre Zukunft. Von neuen und alten Bahntrassen. Ich befahre die Trasse der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm. Die Strecke ist Teil der Neu- und Ausbaustrecke Stuttgart-Augsburg. Und die ist darüber hinaus Teil der transeuropäischen Netze. Also die Verbindung zwischen Paris und Budapest bzw. Bratislava. Die sogenannte Magistrale für Europa. Die Strecke soll den Hochgeschwindigkeits-Personen-Fernverkehr und der Fühlstalbahn übernehmen. Die Fühlstalbahn erscheint für den Personenverkehr ungeeignet, weil geringe Kurvenradius auf der Geislinger Steige nicht durchgängig Tempo 160 zulassen. Ein Ausbau der Fühlstalstrecke wäre zwar problemlos möglich gewesen, aber Verkehrswissenschaftler Gerhard Heimer erschien die Planung konzeptionell und räumlich zu eng gesetzt, was auch immer damit gemeint war. Jedenfalls musste für 3,9 Milliarden Euro was anderes her. Was ihn seinerzeit bewog, in Stuttgart einen unterirdischen Bahnhof vorzuschlagen, wird wohl für immer im Dunkeln bleiben. Ich denke, egal was er damals geraucht hat, es hat ihm nicht gut getan. Jedenfalls sorgten seine Vorschläge bei den Experten eher. Aber ich gleite ab. Das Thema ist schließlich nicht der irre Bahnhof, sondern die irre Neubaustrecke. Die Trasse widerspricht den Leitsätzen der technischen Spezifikation für die Interoperabilität. Diese sogenannte TSI ist europaweit anerkannt. Und in der Schweiz gilt sie als Stand der Technik. In Deutschland gilt so ein Unsinn natürlich nicht. Deshalb kommt auch die Fahrzeugindustrie zum Schluss, dass ICE 1, ICE 2 und ICET die Strecke nicht befahren könnten, weil Antrieb und Bremsen den extremen thermischen Anforderungen nicht gewachsen sind. Ein ICE 3, der mit Vollgas und Höchstgeschwindigkeit in den Streckenabschnitt einfährt, kann seine Geschwindigkeit nicht halten. Doch die Posse nimmt noch kein Ende. Nach Einschätzung der EU-Kommission könnten nur sehr leichte Güterzüge mit einer maximalen Anhängelast von 1000 Tonnen die Strecke befahren. Züge vom DB Cargo könnten damit Stand 2020 gar nicht über die Strecke fahren, weil diese immer noch über die historischen Klotzbremsen verfügen. Da macht auch die Anbindung im Rübholz für Güterzüge aus dem Fühlstal wenig Sinn. Wir sehen also,
eine spannende Geschichte mit mindestens so sinnfreien Entscheidungen wie heutzutage bei Corona. Jedenfalls fahre ich friedlich vor mich hin auf der Baustelle, ohne zu bemerken, dass ich schon gesehen wurde und Alarm ausgelöst habe. Ein Fahrzeug kommt mir entgegen und der Mitarbeiter verweist mich freundlich, aber bestimmt von der Baustelle. Klar, er hat vollkommen recht, da gibt's nichts zu diskutieren. Es ist zwar kein Baustellenbetrieb, aber ich habe keinen Helm auf. Weil ich aber die Hälfte der Strecke schon hinter mir habe, fahre ich halt vollends durch. Da kommt's jetzt auch nicht mehr drauf an. Den Heimweg drehte ich notgedrungen linksseitig der Trasse an. Gerne wäre ich auch auf der ehemaligen Bahnlinie Kirchheim-Weilheim zurückgefahren. Die verläuft rechts. Es gibt zwar einen Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse, der kann allerdings nicht benutzt werden, weil bescheuert gesetzte Drängelgitter ein Durchkommen unmöglich machen. Seit 1908 war diese normalspurige Nebenbahn eine wichtige Güter- und Personenverbindung. Aber bereits 1982 war der Personenverkehr auf Bus umgestellt. Die Trasse ist teilweise zum Radweg ausgebaut. Wer auch immer für diese Drängelgitter verantwortlich ist, bekommt von mir den Scheuergedenkpreis. Mittlerweile ist die Strecke für eine Wiederinbetriebnahme im Gespräch. Untersuchungen zeigen das große Potenzial, insbesondere bei einem Ringschluss bis Göppingen. Bei genauer Betrachtung kann man den ehemaligen Streckenverlauf an der Straßenführung nachvollziehen. Das würde einen Wiederaufbau im Stadtgebiet enorm vereinfachen. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.